herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann auf dem Landwirtschaftssimulator 2019 mit dem Tigerfarm. Hallo und der Baruna. Hallöchen. So. Diese Handys, ey. Sind echt schlimm, diese Handys. Ja, vor allem wenn sie stören. So, wir haben letztes Mal angefangen hier, ein paar Bäume zu fällen. Haben dann festgestellt, wir könnten die Bäume gar nicht verkaufen. Darum haben wir jetzt von dem Modder Fat Action Let's Play den Mod mit drauf genommen. Der funktioniert, ist Multiplayer tauglich, kostet 5000. Haben uns ein neues Konto erstellt von der Stadt. Das ist hier orange und hier hinten auf der Wiese nebenan an der Schreinerei den Holzverkauf platziert, weil auf die Schreinerei konnte man es nicht. So, da ist der Stand nun. Was machst du denn? Ich gebe jetzt erstmal wieder das Stroh ins Strohlager. Was jetzt noch übrig ist. Okay. Müsste aber bald alles weg sein, oder? Nee, ich habe jetzt Stroh zu den Kühen und Schafen gebracht. Ah, okay. Und ich muss sagen, ich bin immer mehr enttäuscht von diesem Anderson-Anhänger. Ganz ehrlich. Zum einen, weil da einfach nichts reingeht, der ist so klein. Mhm. Und zum anderen von dem Kran. Ist aber auch verständlich. Ja, man ist halt anderes gewohnt. Mhm. So, ich lade mal die Stämme, die gehen einfach per Hand auf. Geht ein bisschen schneller. Mhm. So, geht nicht mehr. Das war unser Längenmarkierung. Die lassen wir mal hier schön liegen. Aber was ich schade finde, dass es jetzt nicht mehr diese Güllegruben in der Stadt gibt, wo man dann das mal lernen muss. Wie meinst du? Wo man dann mit dem Gülleanhänger dahin gefahren ist, aufgeladen hat und dann für sich das nutzen konnte. Du meinst im Vergleich zum 17er? Mhm. Okay, da kann ich nicht mitreden. Da habe ich die Hofbergmann nicht gespielt. Ich auch nicht. Weil ich den gar nicht hatte. Aber ich kenne die Map. Ah, okay. Ich muss mal hinten aufsteigen. Das ist ein bisschen von der Sicht her ein bisschen besser. Soll ich den Ladewagen erstmal abstellen? Wenn es unsere ist, keine Ahnung. Irgendwo, wo Platz ist. Vielleicht gerade in die Scheune beim Ding. Beim Stroh. Kannst ja auch mal eine Säge noch kaufen. Die Schafe hast du. Die ist dann automatisch für uns beide, wenn du eine Kettensäge gekauft hast. Ah, okay. Die Schafe hast du ja schon zu einer Rasse zusammengefügt. Da sind wir jetzt bei 50 Stunden Reproduktionszeit. Das ist deutlich angenehmer wie 450 Stunden. Mhm. Vielleicht machen wir das. Wie schaut es denn bei den Hühnern aus? Da sind es 22 Stunden. Da ist es. Ich will da gleich noch Wasser nach und dann passt. Bei den Schafen? Mhm. Ja. Und bei den Kühen. Und bei den Enten und Hühnern, da ist es okay, wenn wir da so wenige haben pro Rasse, weil die produzieren sich trotzdem schnell, 22 Stunden. Mhm. Was ich jetzt gerade noch gedacht habe, wäre, ob wir uns noch ein paar Kühe zulegen. Soll ich machen? Ja, so 10 Stück nochmal. Mhm. Wären vielleicht ganz gut.
2x2 ist, ja. Jo, Milchkühe. Klassisch. Da musst du die jetzt auch noch versorgen. Ja. Einfach, dass wir da ein bisschen eine höhere Milchproduktion haben, sonst dauert es ja ewig, bis wir da einen Ertrag kriegen. Mhm. So, den Stamm hier, den teile ich, glaube ich, nochmal. Ich bin heute nur mit den Tieren beschäftigt. Ja, und nicht mit dem Holz. So, was wir hier übrigens natürlich auch drauf genommen haben, ist Dünger- und Kalkproduktion. Mhm. Da sind die zwei Silos am Hof noch ganz interessant. Die Hochsilos, weißt du, welche ich meine? Nein. Das eine Silo neben Strohlager. Was da direkt gegenüber von der Halle steht. Mhm, ja. Und auf der anderen Straßenseite steht ja auch nochmal so eins. Ja. Das könnten wir nämlich mit Kalk und so befüllen. Ja, mit dem Süderhopper. Genau. Das habe ich nämlich im Livestream schon gemacht. Deshalb ist es ganz sinnvoll, dass ich den Livestream mache. Da kriege ich ein paar Infos. Live. Da lerne ich dann ein bisschen dazu. Was hast du gesagt? Live. Ja. Kriegst du Live-Infos. Ach so. So meinst du. So, gut. Anhänger ist voll, ich fahre den mal ab. Mhm. Mal gucken, ob das Ganze mit dem Trigger funktioniert. So, was müssen wir denn dann noch machen? Ich muss erstmal die Kühe füttern. Unsere Felder sind zweimal gedüngt, gell? Ja, müssen wir eigentlich. Nee, Feldspritze bräuchte man eventuell noch. Warum? Wegen Unkraut. Striegel. Ist, glaube ich, schon zu spät. Oder geht ja bloß eine gewisse, nur in der ersten Phase, glaube ich. Ist ja noch gar kein Unkraut drauf. Naja, was wird noch kommen? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das kommt noch. Aber Striegel ist erstens günstiger. Man kann halt zwar nur in der ersten Unkrautphase das machen. Aber trotzdem. Hebt es dann die ganze Wachstumsphase? Nein. Ach, der fährt hier mit. Dann kannst du auch gleich mal verkaufen. Funktioniert. Nice. Hast du was gekauft gehabt? Nö. Warum haben wir dann... Also wir haben 8500 jetzt für die zwei Bäume gekriegt. Nicht gekauft. Ah, die Kühe noch, oder? Ja, die Kühe, stimmt, die Kühe. Nein, okay. Gut. Machst du oben mal ein paar Bäume? Oder bist du noch bei den Tieren beschäftigt? Ich bin noch lange bei den Tieren beschäftigt. Okay, dann halt nicht. Nein. Ich glaube, ich mache die hier komplett weg. Oder soll ich... Da stehen noch so zwei Bäume mittendrin.
Mach die doch weg. Ja, aber das sind so hässliche. Ja, ist doch egal. Geld ist Geld. Und bleibt Geld. Ja. Einmal eine Birke und einmal so ein anderes Ding. Eine Buche oder so. Aber das ist ein mega Teil hier. Achtung, Baum fällt. Geh weg. Quatsch. Ui. Tja, wie entastet man den? Ach so, geht's. Ah. Was ist los bei dir? Da hat es sich verabschiedet. Hallo? Ja. Irgendwie warst du mal kurz weg. Oh, keine Ahnung, woanders. So. Ja, ich stelle mal die Zeit wieder auf 5. Du. Wenigstens kann man die Äste von dem großen Baum noch wiederverwerten. Also die haben selbst noch so einen Durchmesser wie ein eigener Baum. Ich komme wieder. Jo. Gut. Ach. So. Toll, an den da oben komme ich nicht ran. Jetzt hänge ich im Bildschirm. Das als geht's. Ruckel. Ey, dieser Baum, der ist so riesig. Der passt wahrscheinlich gerade mal so auf den Anhänger. Ich muss das hier erstmal wieder alles laden. Aber das wird uns auch ein bisschen Geld bringen. Nicht nur ein bisschen. Meinst du? Ja. Das meine ich. Zu zweit wären wir natürlich schneller. Ja. Die Tiere wollen auch was essen. Ach komm. Das ist heute eine Ruckelparty. Oder gerade. Liegt vielleicht auch an dem Holz machen. Ganz sicher. Ich schwöre drauf. Wenn, dann heißt es, ich schwör, Bruder. Ey, Dings, ich schwör, Bruder. Sollte mal den Traktor ausmachen.
Nee. Hallo? Ja. Hallo. Nee, ich meine, was mit dem Heuschober, wie funktioniert das? Ah, so, okay. Laden hier, okay. So. Und das ganze kleine Gruschzeug hier. Keine Lust darauf. Brennholz für einen Ofen. Ja, warum geht das jetzt nicht? Alter, das dauert ja auch. Na, besser als total schnell. Normal geht es. Ich weiß jetzt nicht, warum der hier so lange braucht. So. Jetzt ist er rumgefallen. Ey, das dauert. So, ab zu den Kühen. Tschüss, tschüss. Ist halt ein fester Eisenbahn. Kennst du nicht die Traktoreisenbahn? Tschut! Nein. Alter, nee, die dicken Dinger kannst du gar nicht per Hand tragen. Ach nee. Nee, von dem Baum, auch wenn du die klein geschnitten hast. Von dem großen. Das ist eine Eiche, die ist zu schwer. Heu haben sie dann auch voll, dann bräuchten sie, glaube ich, noch Wasser, genau. Das ist dann irgendwie schwer. Bin ich mal gespannt, ob der Anhänger umkippt. Eieiei! Dann jetzt schon wieder. Hast du gesagt? Eieiei! Du kannst von dem Baum wirklich nichts per Hand tragen. Oder ich bin zu doof. Kein Wunder. Warum? Ja, kannst du im echten Leben auch so dicke Stämme tragen? Bis zu einer gewissen Größe schon. Also die jetzt hier liegen, die könnte ich wahrscheinlich schon tragen. Wir sind hier im LS19. Eben, da muss es erst recht gehen. Nee. Es reicht nicht. Ah, den geht, den kann ich. Ach, jetzt. Ich habe übrigens mal Drehschimmelfahren geübt. Ah, das ist sinnvoll. Also ich kann's jetzt so einigermaßen. Aber nur langsam, sehr langsam. Es ist aber auch am besten, weil wenn du damit zu schnell fährst, bringst du ja sowieso nichts, dann verhakst du dich. Ja. Warte mal, wir haben ja einmal dieses Gator Wasserfass für den Gator. Dann haben wir einmal das LSFM Wasserfass. Gülle. Achso, das alte, ja. Und dann noch den. Das eine ist nur ein reines Güllefass. Das kannst du nicht umbauen. Welches? Das silberne. Das geht
entweder nicht, ey. Doch, das kann man konfigurieren. Aber nicht als Wasserfass, habe ich auch schon probiert. Na klar geht das. Von welchem reden wir? Von dem silbernen. Also der an dem Güllebecken steht. Nee, geht nicht. Der zeigt ich guck mal. Es ist ein Achser-Ding, gell? Ja. Naja. Ist nur... Das ist, weil das konfiguriert ist als Gülleausbringer. Genau. Man kann das als Universalfass konfigurieren. Geht dann trotzdem nicht für Wasser. Also im Shop wird es halt nicht so angezeigt. Ja, weil es als Gülleausbringer angezeigt wird. Probieren. Geht über Studieren. Ja, deswegen mache ich das. Dann könnten wir nämlich mindestens eins kaufen. Ja, das kleine könnte man sowieso verkaufen. Mit Gülle wird man erstmal nicht so viel zu tun haben. So, jetzt bin ich mal kurz gespannt, ob das funktioniert. Der Baum sieht schon sehr fett aus. Nicht wundern, das kostet 500. Der kann den Baum nicht tragen, ey. Der ist zu fett. Okay, dann müssen wir uns was anderes überlegen, aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis morgen. Alles. Ciao. Tschüssi.